Hallo, ich bin Patrick Rudolfer von Corpus Motum. Heute machen wir eine Entspannungsübung. Wir schauen eben einen Teil aus einer Jacobsen-Einheit raus, eben 5 Minuten ganz kurz. Und dabei geht es einfach nur um Anspannung, Entspannung. Durch das Anspannen, Entspannen und durch die Konzentration auf die Muskulatur kommen wir aus dem Außen vom Fokus zu einem zentrierten Fokus und können uns dadurch etwas zentrieren, wo Zehenschrümpel drin steckt. Jetzt starten wir gleich. Einfach mal locker hinsetzen, so gut es geht, also wirklich entspannen. Ihr könnt ruhig rund sein von der Wirbelsäule, auch wenn es oben jetzt nicht komplett verspannt ist. Ganz normal im Sitzen, Bauch vielleicht leicht angespannt lassen. Wir können die Augen schließen und dann konzentrieren wir uns einfach nur einmal auf den Atem. Wir atmen ruhig und gleichmäßig weiter. Konzentrieren uns auf den Atem und wir spüren, wie beim Einatmen die Bauchdecke sich nach außen drückt und beim Ausatmen senkt sie sich wieder. Nun lenken wir die Aufmerksamkeit der rechten Hand dem rechten Unterarm zu. Wir ballen die Finger zur Faust, spannen den Unterarm an und wir spüren den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. Wir halten die Spannung ein paar Atemzüge lang und mit dem nächsten Ausatmen entspannen wir wieder. Wir bleiben mit der Konzentration bei der rechten Hand, beim rechten Unterarm und wir spüren den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. Nun wandern wir weiter mit der Aufmerksamkeit zum rechten Oberarm. Wir beugen den Ellenbogen und spannen den rechten Oberarm an. Wir halten die Spannung ein paar Atemzüge lang. Mit dem nächsten Ausatmen entspannen wir wieder. Wir strecken den Arm wieder aus und wir bleiben mit der Aufmerksamkeit beim rechten Oberarm. Wir spüren den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung im rechten Oberarm. Wir atmen ruhig und gleichmäßig weiter. Nun wandern wir weiter mit der Aufmerksamkeit zum linken Unterarm, zur linken Hand. Wir ballen die Finger wieder zur Faust und wir spüren den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. Wir halten die Spannung wieder ein paar Atemzüge lang. Mit dem nächsten Ausatmen lassen wir die Spannung aus dem linken Unterarm, der linken Hand wieder los. Wir bleiben mit der Aufmerksamkeit beim linken Unterarm und wir spüren den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. Nun wandern wir weiter mit der Aufmerksamkeit zum linken Oberarm. Wir beugen den linken Oberarm, spannen den Oberarm an und wir spüren die Spannung im linken Oberarm. Wir spannen die Muskulatur nur so weit an, dass wir sie spüren können. Die Muskulatur soll nicht verkrampfen. Und mit dem nächsten Ausatmen entspannen wir wieder. Wir spüren den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. Nun wandern wir weiter mit der Aufmerksamkeit zu unserer Nacken- und Schultermuskulatur. Wir spannen diese an, indem wir die Schultern Richtung Ohren hochziehen. Wir halten die Spannung ein paar Atemzüge lang. Und mit dem nächsten Ausatmen entspannen wir wieder. Wir spüren den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung in unserer Schulter- und Nackenmuskulatur.
Nun spannen wir noch einmal alle Muskeln an, die wir jetzt besucht haben. Wir spannen die Hand an, den Unterarm, die Oberarme, den rechten, den linken, die Schulter- und Nackenmuskulatur. Jetzt nehmen wir auch die Gesichtsmuskulatur mit, indem wir die Augen zusammenkneifen, die Nase rümpfen, die Zähne zusammenbeißen und wir halten die Spannung ein paar Atemzüge lang. Atmen ruhig und gleichmäßig weiter und mit dem nächsten Ausatmen die ganze Muskulatur vollkommen locker zu lassen. Lassen die Augen noch geschlossen und wir spüren den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. Jetzt wandern wir durch den Körper durch und wenn wir irgendwo eine Muskelgruppe haben, die noch irgendwo verspannt ist, wir können auch die Gesäßmuskulatur kurz einmal anspannen, die Beinmuskulatur einfach mal reinspüren. Habe ich da irgendwas, die Rückenmuskulatur, den unteren Rücken einfach mal anspannen. Halte die Spannung noch mal kurz, weiter atmen, die Zehen zusammenrollen, Wadenmuskulatur, Bauch spannen, durchatmen, weiter atmen, noch einmal den Oberarm spannen, rechts, links, Hände, Schultern hochziehen, das Gesicht zu einer Grimasse verziehen, Spannung halten und weiter atmen und mit dem nächsten Ausatmen entspannen wir den ganzen Körper und wir spüren den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung. Wir bleiben noch kurz mit geschlossenen Augen sitzen, atmen ruhig und gleichmäßig weiter. Und wir spüren, wie wir mit jedem Einatmen Energie einatmen und mit jedem Ausatmen Belastungen des vergangenen Tages, der vergangenen Wochen von uns wegatmen. Nun lenken wir die Aufmerksamkeit wieder zurück in diesen Raum. Wir öffnen langsam die Augen. Und sind jetzt bitte unterholt für den restlichen Tag. Wir strecken uns kurz durch, als ob wir tief und fest geschlafen hätten. Richtig strecken, kurz anspannen. Und los geht's. So eine kurze Einheit, eben Jacobsen, kann dann schon wieder Energien freigeben für den restlichen Tag. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben. Danke fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal.